Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es frei für alle auf der Map Salvage und das Ganze ist das Spiel von Crazy Cloud und Salvage, meine echt geile Map aus dem DLC zu Modern Warfare 2, die ich wirklich vermisse. Ich fand die Map richtig geil. Naja, nichtsdestotrotz, im Koffer ACR Schalldämpfer, dazu haben wir noch Plünderer, Hardliner und Ninja und die Abschlusshelden auf der 7 der Harry, auf der 11 der Chobagala und auf der 25 die Atombombe. Der Kollege kommt hier ein bisschen später rein und das Gameplay hätte so gesehen auch von mir sein können, wenn ich ein bisschen besser wäre. Naja, nichtsdestotrotz, erstmal kommen wir zu den heutigen Inhalt dieses Videos, das ich euch heute in die Ohren säuseln werde. Und zwar Teil 1, das Call of Duty Ghost Turnier. Da gibt es ein paar Informationen. Dann Teil Nummer 2, Livestream. Was erwartet euch da? Dritter Punkt, Twilight. Ist momentan eine Frage, die abgeht wie Schmitzkatze. Und dann werde ich das Ding hier noch zu Ende kommentieren. Ich muss deshalb Gas geben. Ghost Turnier. Es gibt einige Probleme mit der, ich sag mal, Software, die entwickelt werden soll, um so viel Arbeit wie möglich da zu entlasten. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass vielleicht sogar 20.000, 30.000 Leute teilnehmen, dann muss das schon ordentlich werden und da gibt es Probleme. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich es zu Ghost schaffen werde, aber ich arbeite mit Hochdruck daran, dass es soweit kommt, weil ich will es ja auch. Und wenn es ganz, ganz auf hart kommt, wird es auf jeden Fall zu Modern Warfare 4 werden. Wird ja, glaube ich, Modern Warfare 4. Könnt ihr in die Kommentare schreiben mit dem Hashtag Turnier, wie ihr das findet. Sagt ihr ja, seid ihr dafür oder sagt ihr eher nicht so. Schreibt es in die Kommentare. Dann Livestream. Ich soll vermutlich diese oder nächste Woche mein Beast bekommen. Einen Alienware mit der GeForce 880M, liebe Freunde. Ich habe da ein bisschen auf euch gehört, weil ihr meintet, die Grafikkarte ist nicht so teuer. Habe da ein bisschen mit denen gequatscht. Und jetzt kommen viele an, warum Alienware, der ist doch viel zu teuer. Ja, es läuft über ein Sponsorship raus, liebe Freunde. Als wenn ich mir so ein teures Ding holen würde, um auf dem PC zu zocken. Natürlich nicht. Aber das Schöne daran ist, Livestreams, das heißt, ich habe dann vor, zweimal pro Woche zu livestreamen, mindestens, für euch da draußen. Und da könnt ihr mit einem Hashtag Livestream mal eure favorisierten Tage reinschreiben. So, also was weiß ich, Dienstags und Freitags oder ein Tag vom Wochenende, also einmal Freitag, Samstag, Sonntag und einen Tag in der Woche. Bitte in die Kommentare, von mir aus auch mit Uhrzeit. Gut, auf jeden Fall, was da alles gestreamt wird, eine Menge. Wirklich eine Menge. Also ich werde mich nicht festlegen, dass ich jetzt sage, ich werde nur das zocken. Nö, ich werde alles Mögliche streamen. Von den Konsolen, Shooter, vom PC, alles mögliche andere. Wo ich halt Bock drauf habe, ist so Rust oder DayZ oder irgendwie sowas. Mal schauen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und das wird kommen. Und alle weiteren Informationen dazu bekommt ihr natürlich auch noch. Twilight Fusion. Viele haben gefragt, bei Twilight ist doch die Beta raus, kannst du ihn nicht mal spielen? Nein. Nein, Freunde. Denn es wird direkt eine Tour de Twilight geben mit Robert, mit Cresinho und mit Wargaming. Der muss leider jetzt einen Fössel ersetzen, weil den erreicht ja eine Mail, der spielt ja nur noch LOL. Und da werden wir direkt mit Twilight Fusion an den Start eine Tour de Twilight machen. Und ich denke, das wird, ja, so ziemlich geil werden. Und wir haben alle gesagt, dass wir das Spiel uns nicht vorher anschauen, dass wir die Maps nicht vorher auswendig lernen, zum Beispiel Cresinho. Dass wir alle schön auf einem Stand anfangen. Ja, so Twilight Fusion kommt nachher um 13 Uhr noch ein cooles Gewinnspiel. Also schaut dann nochmal auf meinem Kanal vorbei. Gut, so, jetzt kommen wir mal zum Video. Und zwar, der Crazy Cloud ist jetzt einer Situation, an der ich mich auch befinden würde. So. Du hast jetzt den Chopper-Gunner rausgeknüppelt, du hast 20 Kills. Das heißt, du brauchst noch 4 Kills bis zur Miau-Atombombe. Ja, Miau war falsch, sorry, Hardy. Bis zur Miau-Atombombe. Und jetzt geht dir natürlich der Arsch auf Grundeis. Du hängst da, wo kommen die Gegner? Du hörst urplötzlich alle Gegner auf der ganzen Map rumrennen, zumal MW2 mit die beste Sound-Engine hat. Und du hängst da einfach nur und denkst so, nein. Das kann nicht wahr sein. Da kommst du ins Spiel später rein. Es steht 600 Punkte. Also der Gegner hat 12 Kills Vorsprung. Und du holst noch auf. Dann zeigst du erstmal, ja gut, die Gegner campen ordentlich. Deshalb kommt hier auch kein Schwein rein. Das heißt, die nächsten 30 Sekunden, so viel kann ich schon mal verraten,
rennt der Typ hier einfach nur wie ein kleines aufgescheuchtes Kanickel hin und her und hat irgendwie ein bisschen Angst, dass einer vorbeikommen würde. Genauso geht's mir auch, liebe Freunde. Genauso geht's mir auch. So, jetzt wieder zurückgerannt, immer schön hier, Pre-Aim, wunderbar. Und das Einzige, wodurch dieses Gameplay jetzt gerettet wird, ist die Zeit. Denn das Schöne ist bei Modern Warfare 2, man kann die Sprach- oder die Soundgedönse hier nicht runterschrauben. Und jetzt, oh, kritische Musik, ah, da geht die Pumpe, da wird mitten rausgerannt. Und es war die beste Entscheidung, die er machen konnte. Hat den Spielverderber hier geschnubbelt. Und jetzt ist er erstmal auch wieder im Mojo. Er hat Bock. Er hat Bock, die Gegner zu zerrupfen hier. Okay, ein bisschen unglücklich. Nichtsdestotrotz, weiter geht's. Und natürlich hängt es jetzt, okay, wo kommt er? Links oder rechts? Links oder rechts? Mal kurz da geluschert. Guck gar nicht mehr hinter einem. Wenn du von da einmal einen Kill abkriegst, guckst du da auch nochmal hin. Auf dem Radar den roten Punkt gesehen. Dahin wird gesniped. Da ist natürlich auch kein Bock drauf. Gerade hier so kurz vor der Nuke. Aber was bringt das? Was bringt das? Die Zeit läuft gegen dich, mein Freund. Du hast noch 20 Sekunden. Also rein in die Metzgerei. So sieht's aus. Musst du hinrennen. Da oben ist die Made. Ja, und jetzt passiert es. Nachher da kommt er. Und dann hat er auch noch das Glück. Kriegt den hier ein bisschen den Sniper. Und da ist die Atombombe. Und da kann man sich für freuen. Da kann man sich für feiern. Entschuldigung, bin ein bisschen verschnupft. Aber nichtsdestotrotz, yes, da kann man sich für feiern. Wunderschönes 30-2. Ich fand das Gameplay sehr witzig, weil ich kann mich sehr gut in deine Lage versetzen, Crazy Cloud. Und ich verabschiede mich jetzt, liebe Freunde, mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger, bis zum nächsten Mal. Und ich bin auf eure Hashtags gespannt. Tschüss.